Übrigens mal was anderes. Bereit für den schönsten Sonnenaufgang der Welt? Was? Wie spät ist es, Charlie? 5:10. Mams Uhr ist nicht wasserdicht. 14 verpasste Anrufe von Dad. Katie, wo bist du? Oh mein Gott. Was ist? Oh mein Gott. Hey, was oh hast du? Oh, Katie, was machst du denn? Ich muss gehen. Nein, halt, warte. Ich Katie. Muss gehen. Katie! Kompliziert, fahr einfach so schnell du schon kannst. Gut, schon okay. Gut, mach ich ja, mach ich. Aber sag mir doch bitte endlich. Fahr einfach, du hast mir Angst, ehrlich. Du musst schneller fahren, ja, mach ist ja schon. Gut, ist ja gut. Oh nein. Katie! 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 Und, sollen wir? Was meinst du? Eine Runde schwimmen gehen. Nein, du weißt doch, dass ich nicht mehr schwimme. Doch nicht nie wieder. Du hast es nur eine Weile nicht mehr getan. Und, da ich noch nie im Ozean schwimmen war, musst du es mir zeigen. Du hast keine Wahl. Haha. Komm schon. Ich mein's ernst, ich schwimme nicht mehr. Ich musste doch auch singen, obwohl ich es gar nicht wollte. Aber das kannst du doch nicht vergleichen. Doch, natürlich. Sag mal, ist dir eigentlich klar, wie kalt das Wasser gerade ist? Charlie, wir sind entweder den ganzen Weg zum Strand gekommen und die Sterne leuchten über uns, aber Mann. Wir gehen nicht schwimmen. Oder wir hüpfen jetzt ins Wasser und der schönste Abend unseres Lebens geht weiter. Ich habe keine Badehose dabei. Und ich auch nicht. Katie! Kommst du? Nach vorne und dann nach hinten drücken. Also Brustschwimmen ist deine Masche, oder? So ähnlich. Na, siehst du? Geht doch ganz gut. Gar nicht so schlimm im Wasser. Gar nicht so schlimm, wenn du bei mir bist. Ich habe diesen wiederkehrenden Traum. Ich spüre die warme Sonne auf der Haut und die Geborgenheit einer Umarmung. Und ich will, dass es so bleibt. Für immer. Aber das ist unmöglich. Ich bin extrem empfindlich gegenüber Sonnenlicht. Arzttermine wurden zur Gewohnheit. Daher verbringe ich meine Tage zu Hause, hinter Spezialfenstern, schlafe tagsüber, bin nachts auf und mache bei jeder Gelegenheit Musik. Was hätte ich denn sagen sollen? Hallo, ich bin Katie Price, schon ewig in dich verliebt, beobachte dich seit 10 Jahren von meinem Fenster aus und stalke dich jede freie Minute. Mach's wie Taylor Swift. Wenn sie peinliche Erlebnisse mit Jungs hat, schreibt sie tolle Songs darüber. Was würde Katie Price heute Abend gern machen? Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. I've been looking at the stars tonight. Wohin gehen wir eigentlich? Zu deinem ersten Live-Konzert. Das gehört zu den besten Dingen, die ich jemals erlebt habe. Ja, oder? I'll be a dreamer till the day I die. Kommst du? They say, oh, have a good day, yo. Ich hab keinen Moment Ruhe, wenn er es nicht weiß. Ich werd's ihm schon noch sagen. Jemanden zu haben.
Gefühl.